So, da bin ich wieder bei War Z. Hab gerade eine kurze Pause eingelegt, 2 Stunden circa. Es wird wieder dunkel, das heißt, wir werden draußen wieder nichts sehen. Aber dann sehen uns zumindest auch die anderen nicht. Wir rennen jetzt mal ganz kurz durch das Haus hier durch und gucken, ob wir vielleicht noch irgendwas Nützliches hier finden. Denn ist ja ein anderer Server, das heißt ja, vielleicht könnte man ja noch irgendwas finden, was man jetzt doch noch gebrauchen könnte. Was zu essen wäre nicht schlecht, oder? Na. Na, nee, haben wir ja eigentlich. Haben wir. Aber. Naja. Je mehr essen, desto besser. Was liegt da? Oh, Can of Ham im Babybett. Ja, wurde das Baby zu Hackfleisch verarbeitet? Auch nicht schlecht. Oder Ham ist doch. Ham ist Fleisch, ne? Oder war das. Ja. Aber Hackfleisch ist, glaube ich, wieder irgendwas anderes. Keine Ahnung, aber jetzt. Wollen wir nicht über die Unterschiede zwischen Fleisch und Hackfleisch reden, sondern wir wollen War Z spielen. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, wir gehen zunächst da in dieses Polizeirevier da hinten. Und dann werde ich mal sehen, wo wir noch so über rumlaufen können, ohne dass wir sterben. Oder dass die Gefahr droht, dass uns ein anderer Spieler sehen könnte. Ui, Medium haben wir. Wir haben den großen, oder? Ja. Wir haben den dicken. Wir haben voll den dicken Sack. Haha. Okay, so, letzte Etage. Hier nochmal ganz kurz durchlaufen. Aber so richtig. Shotgun. Haben wir eine Shotgun, ist jetzt die Frage. Ja, haben wir sogar. Mann, sind wir gut ausgerüstet. So viel Zeugs, da vergisst man schon wieder, was man alles hatte. Warum steht hier so ein Zaun? Ist hier irgendjemand? Anscheinend war hier schon irgendjemand. Was müsste dann schon eine Weile her sein, denn anscheinend ist das ganze Zeug ja schon wieder respawned. Das heißt, ich hoffe, dass hier jetzt niemand anderes ist. Also ich kann ja mal ganz kurz hier lang gucken, so über die Straße. Aber nö, hier sieht man auch nichts. Hier ist nichts los. So, hier noch rein. Und dann ist hier irgendwas. Painkillers nochmal. Dann raus hier. Und jetzt, wo war das Polizeirevier? Da hinten, oder? Ja. So, Zombies sehe ich jetzt auch gerade nicht. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht heißen soll. Denn es kann ja sein, dass die Zombies alle schon von Spielern getötet wurden. Das ist ja immer so meine Angst, so die in mir schlummert. Weil ich immer das Glück habe, dass ich derjenige bin, der gesehen wird, wie ich schon gesagt habe ein paar Mal. Was sich aber auch immer wieder bewahrheitet. Wenn ich hier privat spiele, dass ich dann mit dem Überequipment von so einem kleinen Lutscher mit der Pistole gesehen werde und der mich dann einfach mal wegnatzt. Was mir überhaupt nicht gefällt dann. Lieber die M4 ausrüsten, dann weiß ich ja nie, was hier so um die Ecke springen kann. Oder wer. Lol, wenn es gesehen. Stirb. Der hat Geld gedroppt. $99. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Würde ich mal sagen. Ich weiß gar nicht, kann man sich schon von dem Ingame-Geld hier was im Shop kaufen? Also die neuen Charaktere, die waren ja kostenlos, das weiß ich ja. Aber sowas wie fürs Global Inventory, da habe ich mir bis jetzt nur was von dem Geld gekauft, das man bekommt, wenn man das Pack so gekauft hat. Es gab ja diese drei verschiedenen Packs da: Survivor, Pionier und Legendary. Ich habe das Pionier-Pack genommen und da hat man dann, oder? War das Pionier? Ich glaube schon. Und da. Muss haben. Nix da. Nicht, wenn ich gerade meine M16 gefunden habe. So, halt. Jetzt muss ich gucken. Jetzt. Boah. Alter. Da macht ihr aber auch keinen Sound hier, Mann. Das gibt's ja nicht. Oh.
Wie mache ich das jetzt am besten? Ich nehme das Stunag-Munition auf. Ich will das daran machen. Okay, hier wird auch gerade rumgeballert noch. Alter, was sie so finden, das ist Wahnsinn. So, jetzt haben wir eine vollautomatische Waffe. So, aber eigentlich würde ich am liebsten wirklich, kann ich noch irgendwie nicht. Wenn ich jetzt hier nicht equip, auch nicht drop, nein. Stunag. Nein, Mann, ich will Stunag 10 Magazin. Kann ich das irgendwie machen? Ich muss doch irgendwie gehen, komm schon. Auf R, nein, ich möchte das Magazin wechseln. Och, Mann. Nein, los, mach das Stunag 30 Magazin daran, du Sau. Ach, Kacke. Naja. Immerhin, wir haben jetzt zwei Stunag 10 Magazine und eine M16. Also, wir sind eine Goldgrube. Wenn uns jemand killt, dann schwimmt er ja an Waffen und Zeugs. Ein paar Bandagen nochmal. Und... Oh fuck, das war laut. Painkiller. Das war laut. Nicht, dass uns jetzt jemand gesehen hat. Es hat sich angehört wie eine Pistole. Hoffentlich. Ich schnell hier wechseln, damit ich einmal ganz kurz das Leben regenerieren kann. Sonst fehlt das, falls einer hier jetzt kommen sollte. Uns nicht tötet, weil wir uns ein bisschen Leben fehlt. Ach du Scheiße. Cheater? Wenn jetzt ein Hacker ist und der uns wegholt, dann bin ich wütend, ja? Komm schon. Na, wo bist du? Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Alter, wie geht gerade der Puls hier? Kaktabi Noah. Ich will jetzt nicht sterben. Nein, ich will das nicht. Ich will, wie das geht, überleben. Schon. Wir müssen natürlich jetzt zu dem schreiben und den fragen, ob er friendly ist, aber ich hab's so das Gefühl, dass wenn ich jetzt schreibe, wenn ich gerade die Konsole zum Schreiben aufmache, dass der dann um die Ecke kommt und uns killt. Na, komm schon. Lalalalalala. Alter. Nein, ich will nicht sterben. Nein. Aber hat sich angehört, dass der Schuss gerade von links kam. Das heißt, wenn wir hier rausgehen, dann sollten wir eigentlich sicher sein. Die kommen von da, die Schüsse. Schnell weg. Bloß schnell weg von hier. Wenn ich wüsste, wo der ist, dann hätte ich ihn getötet, aber... Ach, komm schon. Nein, der sieht uns nicht. Der sieht uns sicherlich nicht. Immer nach hinten gucken. Ich kam jetzt gerade vor wie bei Slender, ey, als ob jetzt hier gleich der Spacko sich hinter uns teleportiert, wenn es ein Cheater ist. Natürlich, Mann, wieso denn das?
Wie oft haben wir ihn denn bitte getroffen, Mann? Jetzt übersteuere ich wieder. Natürlich, Mann. Wir haben ihn doch eindeutig... Alter, wir haben ein ganzes Magazin in die Fresse geballert, Junge. Das ist ein Sackgesicht, ey. Das gibt's doch nicht, Mann. Da finden die wieder eine gute Waffe. Jetzt bin ich zu leise, ey. Das gibt's doch nicht. Da finden wir eine gute Waffe und dann kommt der Wichser da wieder an. Schwanzgesicht, ey. Als ob, Junge. Ich hab ein ganzes Magazin in die Fresse geballert. Hab ihn ja anscheinend auch immer getroffen. Das gibt's doch nicht, ey. Scheiß Wichser. Jetzt ist natürlich nur die Frage, entweder ist es ein Cheater und ich habe ihn wirklich andauernd getroffen oder die Waffe verzieht einfach extrem krass und ich habe ihn nur einmal getroffen. Auf jeden Fall habe ich ihn getroffen, das habe ich gesehen. So, da bin ich wieder mit einem ganz anderen Charakter jetzt. Ich weiß nicht wieso, aber momentan spastet das Spiel jetzt auch so rum, denn aus irgendeinem Grund ist der Charakter, mit dem wir gerade gestorben sind, jetzt ganz weg. Also, ganz, ganz weg. Ich habe mit dem weder im Hard Mode gespielt, noch irgendwas anderes gemacht. Ich weiß nicht wieso, aber er ist weg. Und mit denen hatten wir eigentlich ganz gute Statistiken. Wir haben ja, glaube ich, 1 oder 2 Bandit-Kills und ein paar Zombies haben wir ja auch gekillt. Aber anscheinend ist das Spiel momentan richtig stark an Werbe am Rumwedeln hier, dass einfach mal die Charaktere gelöscht werden, wenn man stirbt. Hatte ich zwar noch nie, aber anscheinend will es das Spiel so. So, okay, jetzt müssen wir uns mit dem wieder halbwegs ausrüsten. Mit dem anderen hatten wir eigentlich schon alles, was so das Herz begehrt. Hatten wir. Was haben wir eigentlich hier bei dem? Wir haben zumindest eine Pistole mit noch 3 Magazinen. Nee, erstmal die hier. Macht zwar weniger Schaden, aber immerhin. Oh, Alter. Regt mich das auf, Junge. Regt mich das auf. Aber es ist echt so eine Scheiße, da vergeht mir dann der Spaß am Spiel. Wenn man immer von hinten, von allen gefickt wird. Wenn man einfach keine Chance hat, sich zu wehren, weil andauernd jemand von hinten kommen muss. Nicht irgendwie one-on-one, so, dass sich zwei gegenüberstehen und sich dann abballern. Nein, einer muss immer von hinten kommen. Alter. Ist natürlich bei mir noch die Frage offen, ob das jetzt ein Cheater war. Ob das jetzt auch irgendwas damit zu tun hat, dass der Charakter jetzt weg ist. Ganz weg. Habe ich nur noch den hier. Ich weiß es nicht. Oder ob es jetzt einfach nur ein Bug ist oder sowas. Aber so richtig cheaterhaft kam der mir eigentlich nicht vor. Weil der hatte zwar gute Ausrüstung. Aber ich glaube nicht, dass der jetzt... dass die Ausrüstung jetzt gescheatet war, denn gescheatete Ausrüstung ist für mich immer eine fette Sniper und alles, was man sonst so haben darf. Kann natürlich auch sein, dass der sich so, keine Ahnung, was der für eine Waffe hatte, war auf jeden Fall halt auch eine vollautomatische. Dass er sich die auch irgendwie, keine Ahnung, gescheatet hat, weil er lieber so vollautomatisch ist, aber ich denke mal, dass der jetzt doch alles ja, wisst ihr, ne? Und einfach, als ich wieder Pech hatte, dass ich mich ganz genau in dem Moment nicht umgedreht habe, wo er hinter mir war. Sowas kann ich ja total leiden, ey. Es geht mir gar nicht auf die Eier. Nein, gar nicht. Wahrscheinlich hätten wir noch irgendwie eine oder zwei Minuten länger in dem Haus da bleiben müssen. Wahrscheinlich wäre dann da durchgelaufen, wir hätten ihn so oder so weg, mitgenommen. Aber, naja, da bin ich immer neidisch, wenn ich die anderen sehe, die dann mega Waffen finden und dann einfach jeden wegballern, weil die immer so viel Glück haben und jeden einfach alle Leute den total immer ins Visier reinlaufen. Und dann komme ich und bin derjenige, der ins Visier reinläuft. So.
Habe ich eine Taschenlampe mit? Nein. Sollte ich eh nicht benutzen, sonst sind wir nur wieder ein gutes Ziel. Aber hier sind wir eh ein gutes Ziel, also würde das ja eh keinen Unterschied machen hier an der Stelle. Feuerwehrhelm, aber wir haben ja eh einen geileren Helm. Wir haben ja so eine Maske. Weiß nicht, nee, kann man ja nicht sehen. So eine, hier weiße Maske haben wir. Noch was essen, glaube ich. Oh, der Granola-Bar, der hat's ja richtig gebracht, Alter. Was da so? Ho, ho, ho. Also ist ja voll der Überpower-Schubriegel. Können wir ja gleich losfliegen damit. Was haben wir noch zu essen? Pasta und Thunfisch. Ah, ich denke mal, dass das dann mehr regenerieren wird, aber ich weiß nicht, wie viel. Daher warte ich erstmal, bis noch ein bisschen mehr Essen dann wieder weg ist. Alter. Jetzt juckt mir das Bein, ja. Jetzt juckt mir das Bein. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Wenn ich mich aufrege, bekomme ich Kopfschmerzen. Da sagt man, man regt sich bei Call of Duty auf. Ich reg mich bei dem Spiel viel mehr auf. Bei FIFA noch mehr. Ah, was ist hier? Gasmaske 2. Und hier haben wir gar nichts. Eigentlich ist da sonst nämlich auch mal irgendwas Schönes drin. Da hatte ich sogar, glaube ich, mal... Was war das? Eine AKM? Ich glaube, da hatte ich sogar mal eine AKM drin gefunden. Und sonst immer nur essen oder trinken. So, aber in den Häusern hier spawnt eh nie was, also können wir auch gleich wieder rausgehen. Müssen sie auch noch fixen, die Spawn-States, weil die Häuser waren ja erstmal alle nicht begehbar. Und jetzt sind sie begehbar, aber bringt einem nichts, weil da überhaupt nichts drin ist. Also wirklich gar nichts. Ich hatte in so einem Haus, es gibt ja verschiedene, also in einem anderen Typ von Haus habe ich mal irgendwie eine Sache gefunden, vielleicht Bandagen oder sowas, und in den Häusern finde ich nie was. Sollten sie auch noch anpassen, dass man vielleicht weniger Sachen in Autos findet, dafür mehr in so großen Häusern. Weil manchmal finde ich in so winzigen Dörfern, wo man so zwei, drei Häuser hat, das aber dann so Supermarkt oder sowas ist, finde ich viel mehr als in dieser ganzen Stadt, weil in den Häusern einfach überhaupt nichts ist. So, sehe ich hier irgendwas. Da hinten sind ein paar Zombies. Ah, okay, jetzt müssen wir wieder ganz um den Zaun rumrennen. Juhu. Welch Freude. Und ich weiß zwar nicht, wie lange ich jetzt schon insgesamt aufnehme, weil ich jetzt gerade zwischen den beiden Aufnahmen wieder 10 Minuten Pause gemacht habe. Weil er auch, glaube ich, noch 5 oder 6 Minuten gebraucht hat, um sich alleine vom Server auszuloggen, was natürlich auch total normal ist. Weil ich denke mal, 20 Minuten werden wir schon circa haben und ich habe jetzt auch eigentlich gerade gar keinen Bock mehr. Hier sehen wir ja wunderschön viel. Na okay, dann werde ich mich jetzt in die Ecke legen. Hier in die Ecke legen. Und dann mache ich jetzt mal einen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bewertet das Video, je nachdem wie ihr es fandet. Wenn ihr ein Abo für mich übrig hättet, dann wäre das ganz nett. Und wenn ihr irgendwelche Tipps hättet, wie ich vielleicht nicht immer so, ja, gekillt werde, sagen wir, dann wäre es nett, wenn ihr mit ihr irgendwie per PN oder keine Ahnung irgendwie schreiben könntet. Denn so langsam kriege ich doch schon richtig dicken Hals. Ich meine, wenn man jetzt so bei DayZ gestorben ist, da war es dann nicht so schlimm. Ja, man findet da viel schneller Waffen, aber hier ist halt eine gute Waffe, eine vollautomatische, ist sie halt schon eine Rarität. Daher regt mich das immer ziemlich auf, wenn ich hier abkratze. Naja, aber... Okay. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Episode von WarZ. Bis dann.